Willkommen zurück zu Lies of Pi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind im Hauptbahnhof von Grat unterwegs. Der Startpunkt des kompletten Spiels, muss man dazu sagen. Hier hat alles angefangen. Hier ist Pi mit dem Zug angekommen und hat dann Sophias Hilferuf aufgenommen, Geppetto zu finden und die Probleme in der umkämpften Stadt zu lösen. Jetzt sind wir allerdings an einer noch bisher unbekannten Ecke angekommen. Ein düstererer, blutigerer Teil des Graz Hauptbahnhofs. Und hier lungern jede Menge komplett verkommener Puppen herum. Kadavermonster, bisher ungeahnter Kraft und Stärke und Größe. Hier haben wir in der letzten Folge einen besonders mächtigen Brocken platt gemacht. First Try sollte man dazu sagen. Ein bisschen Lob, wo es angebracht ist, durchaus nicht unnötig, oder? ja, genug des Selbstlobs. Ich habe festgestellt, dass der Speer ein paar Vorteile gegenüber unserem neuen Katana hat. Wenn man hier mal schaut. Unser Katana macht ungefähr 300 Schaden. 300 und ein paar zerquetschte. Hat einen Technik-Scale mit S. Das ist alles schön und gut. Aber schaut mal, der Speer, der Dreizack besser gesagt, der macht ein bisschen mehr Standardschaden. Nicht viel, ein bisschen. Hat aber auch Entschlossenheitsscale als Zusatz, ein Technik-Scale auf A, was eine gute Kombination ist, und eine Crit-Rate von 30%. Also ich nehme mal an, das bedeutet plus 30%, nicht generell. Das Katana hat dergleichen gar nicht. Das heißt, wir critten auch mit dem Dreizack tendenziell besser in Kämpfen als mit dem Katana. Der Speer ist ein bisschen schwerer, das ist ein großer Nachteil. Deswegen benutzen wir auch erstmal wieder das Katana. Aber nur so als kleines Augenmerk darauf, dass der Speer nicht ausrangiert wurde. Nur weil wir jetzt das tolle Katana haben. Der Speer hat durchaus seine Vorzüge. Er konnte zum Beispiel auch die Panzerplatten von dem dicken Gegner eben viel besser knacken, als das Katana das konnte. Auch irgendwo verständlich, der Speer hat einen Durchbohrungs... ein Durchbohrungs... Konzept, ja, und das Katana ist halt eine Schlagwaffe. Die schneidet, aber da, wo sie halt nicht durchkommt, da versagt sie dann halt. Guck mal, ist das der Zug, in dem wir... Das ist der Zug, in dem wir hier ausgestiegen sind. Krass. Ja, das erklärt auch, warum die Stargazer hier in diesem Bereich der Spielwelt momentan nicht verfügbar sind. Die sind nämlich gesperrt. Wahrscheinlich wegen der Feindpräsenz. Aha, okay. Eine Schlagwaffe in diesen engen Räumen ist mehr als unpraktisch. Und auf diesem Stuhl hier ist Pi in den Bahnhof eingefahren. Und hier gibt es sogar neue Sachen, guck mal. Ich habe die großartigste Puppe vervollkommen. Nun wieder dieses Kind. Stand das schon immer da? Guck mal. Huh? Hätten wir das von Anfang an aufbrechen können? Boah, jetzt müssten wir den Spielstand einfach nochmal neu anfangen und gucken, ob man von Anfang an hier rein kann. Man hat von Anfang an keine Waffe, aber da vorne auf der Werkbank findet man ja seine erste Waffe. Würde mich jetzt echt mal interessieren. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Das könnt ihr ruhig machen. Kann man von Anfang an diese Trennwand hier durchschlagen? Yes, behind the train car where you woke up. Wait, what is this? Who would put a workshop like this here, of all places? Good grief. Eine Werkstatt in dem Bahnwaggon. Es könnte ja Geppettos Werkstatt sein. Er hat uns hier vorbereitet. Vielleicht hat er uns hier sogar konstruiert. Ja, guck mal. Ach, bin ich nicht gut? Geppettos Werkzeuge ansehen, Waffe verbessern, Griff ändern. Man kann ja hier alles machen. Wenn man die nötigen Materialien dafür hat. Wir brauchen immer noch einen Vollmondstein. Wir haben immer noch keinen gefunden. Also, Geppetto hat uns hier in diesem Wagen gebaut, Leute. Brief von jemandem, der vorausgegangen ist.
Liebe Puppe von Geppetto, die du zu diesem Werkstattzug kommst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ein von Geppetto versteckter Werkstattzug. Wenn das nichts ist, wie hätte ich diesen Ort ohne dich nur gefunden? Zu Geppettos Pech habe ich die Fähigkeit, die Erinnerungen anderer Leute zu lesen. Im Malum-Distrikt hatte ich eine Vermutung. Sie dachten, dass sie nur Geppettos Puppe folgen müssten, um die Reliquie zu finden, die er gestohlen hat. Und mit der Vermutung lagen sie nicht falsch. Geppetto hat eine Reliquie gestohlen? Interessant. Die Reliquie wurde an unseren heiligsten Ort zurückgebracht. Jetzt, da die Bühne bereit ist, werden die Türen geöffnet. Ah, das ist Simon Manus, SM. Ich weiß, das alles ist verwirrend, aber bald erfährst du alles. Danke, du warst ein guter Begleiter. Soll das etwa heißen, dass wir benutzt wurden von Manus? Ja, das wurden wir sowieso. Spätestens nachdem wir den Erzbischof besiegt hatten, hat er ja irgendeine Ergowelle losgetreten. Eine Brechkartusche, okay. Die wird uns stärker machen. Die wird uns gegen Brechschaden schützen. Die ist deutlich schwerer. Das können wir gerade nicht gebrauchen. Der Brechenwiderstand ist aber immens. Guckt es euch an. Ja, können wir uns mal vormerken. Wir sind aktuell zu schwer. Ich will ein paar Level-Ups in Tragkraft investieren demnächst. Damit wir uns wieder ein bisschen besser bewegen können. Damit wir auch ohne den... Ach, wir laufen schon ohne den Träger. Ohne das Trägeramulett rum. Okay, ja gut. Trotzdem wäre es gut, wenn wir ein bisschen leichter sind. Einfach wegen der Ausdauerregeneration auch. So, wir sind wieder am Anfang vom Spiel angekommen. Die Frage ist jetzt... Wo müssen wir denn hin? Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Hier hat der Kampf stattgefunden. Mit dem großen Vieh. Die Tür dort geradeaus ist blockiert mit Gepäckstücken. Und wir kommen von links. Wir könnten nach rechts gehen. Wir könnten die Leiter hier hochgehen. Wir gehen die Leiter hoch. Orientierung ist wieder am Start. Wir bräuchten einen Stargazer, um unser Ergo zu sichern. Der Feind hat ganz schön was gedroppt, glaube ich. Und er hatte auch ein tolles Amulett gedroppt, mit dem wir mehr Schaden gegen menschliche Gegner machen können. Ist jetzt hier erstmal nicht ganz so notwendig. Hier rennt hauptsächlich Kadavergesocks rum. Weswegen ich das Kadaver-Amulett drin habe. Das haben wir auch noch nicht allzu lange im Gepäck. Ich glaube, vorletzte Folge haben wir das bekommen. Hatte auch einen Gegner gedroppt, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr welcher. Jetzt machen wir hier erstmal den Shortcut auf. Hier vorne ist ein Stargazer, nicht weit weg. Den könnten wir uns nehmen. Oder erstmal hier den Weg kurz erkunden. So oder so kommen wir hier schnell wieder hin. Was ich auch noch glaube, das Katana ist hauptsächlich eine gute Waffe gegen menschliche Gegner, würde ich jetzt mal behaupten. Während der Speer, der Dreizack, einfach zum Monster vernichten. Perfekt geeignet ist. Da steht was. Bitte lasst uns raus. Sie haben die Kommunikation der Überlebenden abgebrochen, so wie es aussieht. Sieht gefährlich aus. Oh, ihr seid gar nicht empfindlich gegen Feuer. Na gut. Aber gegen mein Schwert seid ihr empfindlich. Boah. Gut.
Der gelaufene R2-Angriff mit dem Katana ist recht nützlich. Standard R2 ist ja das hier. Nee. Warum machst du denn jetzt mit R2 sowas? Hä? Ach so. Einmal schnell drücken ist das hier. Das muss ich mir mal merken. Ja, okay. Weil gedrückt halten ist der Parry. Gut. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das Schwert macht mit R1 immer den Parry. Aber gut zu wissen. Wichtiger Lerneffekt. Dann ist der R2 doch ein bisschen nützlicher und vielseitiger. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man gegen eine Wand schlägt mit den Waffen hier. Da ist Pi eine ganze Sekunde gestaggert oder sogar noch länger. Das ist sehr unpraktisch. Klinge eines Meisterkochs. Griff eines Meisterkochmessers. Geil. Ist das ein dickes, dickes Hackebeil? Ein dickes, dickes Hackebeil. Das gucken wir uns an. Wo ist es? Da oben. Ja. Ja. Die Klinge hat was. Die an einem langen Stock. Du hast eine richtig schöne helle Bade. Der Griff ist natürlich, ja, eher so ein Messergriff wieder mal. Energiesparen, wütender Hieb sind die Fähigkeiten von dem Ding. Ja, nicht schlecht. Während die Bürger, die während des Puppenwahns am meisten erwerten, waren Köche. Ihre Messer, die einst für die Zubereitung von Festmahlen verwendet wurden, wurden zum Schlachten von Puppen umfunktioniert. Der Messergriff eines Meisterkochs. Beim Abschlachten der Puppen verloren sie inmitten der Gewalt den Verstand. Sie berauschten sich mehr und mehr an dem Gefühl, etwas in Stücke zu schneiden, anstatt Menschen zu retten. Ein schönes, schnelles Moveset. Ist halt auch ein schnelles, kleines Beil. Guck mal, es kostet kaum Ausdauer. Nicht vergessen, das ist der Griff, ne? Dem wir dieses schnelle Moveset zu verdanken haben. Die Klinge ist egal. Das mit einer größeren Klinge könnte wieder ziemlich overpowered sein. Das ist der R2. Ja, hat was. Oh ja, schöne Kombo. Gedrückt gehaltener R2. Das hat was. Man könnte da vielleicht diesen... Wir haben noch so eine lange gebogene Säbelklinge in der Kiste. Könnte mit dem Griff vielleicht ganz gut harmonieren. Probieren wir mal bei Gelegenheit aus. Okay. Hier sind wir erstmal durch. Hier geht's nicht weiter. Die Kisten kann man nicht zerstören, auch wenn sie so aussehen. Wir gehen wieder zurück. Die Leiter zurück. Und gehen dann weiter nach rechts. Ach, hier geht's auch noch rein. Und da hinten ist noch ein Item. Okay. Das hätten wir fast vergessen. Gutes Ergo. Der trüben Variante. Was ist hier? Nix. Gar nix. Geht es nicht auf hier? Nee. Oder waren wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Orientierung ist, lässt gerade wieder nach. Komm, wir gehen erstmal da vorne rechts rein. Ja, Simon Manus wusste von dem Versteck von Pi in dem Zug und von der Werkstatt. Was bedeutet das? Okay. Was bedeutet das für unseren weiteren Storyfortschritt, dass Manus davon wusste? Keine Ahnung. Nichts Gutes, würde ich mal vermuten. Ein humanoider Gegner. Ist das Katze? Er ist groß gewachsen. Ist kein kleiner Protagonist. Wir kommen gleich zu dir. Lass mal hier oben gucken. Ich hoffe, dass wir einen Stargazer kriegen. Da das ein Mensch ist, sollten wir dann vielleicht auch das Amulett gegen die Menschen einsetzen. Und das Katana auf jeden Fall. Der R2 ist gut.
Weil er einen halt einen Angriff machen und gleichzeitig Abstand zum Gegner gewinnen lässt. Sowas mag ich. Okay, außer Ergo haben wir hier nichts gefunden. Ja, riskant, Leute, riskant. Wir haben 3 Heilungen. Wir haben relativ viel Ergo an Bord. Und wenn wir die verlieren, sind sie halt weg. Wir könnten der Sicherheit halber... Ne, wir gehen einfach mal rein, komm. Scheiß auf Sicherheit. Die sind alle gleich schwer, ne? Immerhin. Das ist nett, dass die alle gleich schwer sind. Okay. Aber ich will mir noch einen kleinen Vorteil verschaffen. Nee, ich verzichte auf die Lebensregenerierung. Räuber Wiesel. Ich kenne dich nicht, mein Freund. Okay, er ist sehr stark. Lässt sich kaum staggern, der Typ. Wow. Und er ist sehr präzise. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir ihn gescheit... Heilst du dich mal bitte? Danke. Wenn wir ihn gescheit parieren. Hab dich erwischt. Ich wollte gerade sagen, hat keine Wurfgeschosse mehr. Okay. Kann ihn nicht besiegen, Leute. Und da ich das merke, hau ich ab. Da guckst du blöd, ha? Warum soll ich mich jetzt von dir töten lassen, du Penner? Ich sehe, dass ich dich nicht schlagen kann. Ich gehe zum Stargazer und probiere es erneut. Mit mehr Energie und mehr Wissen über dich. Ganz einfach. Wenn ich schon die Möglichkeit habe zu entkommen, warum sollte ich es nicht nutzen? Ja, perfekt. nein, nicht teleportieren. Alles klar, Freunde. Das ist ein cooler Gegner. Eine große Herausforderung. Der hat sehr viel Stagger-Resistenz. Das ist, glaube ich, das, was man Brechenwiderstand nennt. Und er kann uns sehr leicht brechen. Sollen wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht die Brechenkartusche draufpacken? Also dadurch sind wir immer noch etwas schwerer. Aber ich probier's mal. Wir müssen dahinter, ne? Wir müssen den ganzen Kram hier leider nochmal erledigen. Das ist nicht so gut. Okay, passt auf. Wir machen Folgendes. Nein. Nein. Keine Ausdauer. Boah, ich habe gerade gar keine Chance gegen die. Ihr seht, was ich für einen Ausdauerverbrauch plötzlich habe, weil ich zu schwer bin, Leute. Das ist ja richtig übel.
Das ist ja richtig krank. Ey, was geht denn ab, Leute? Macht das so einen großen Unterschied? Ich habe doch jetzt 65%. Warum bin ich denn so ultra schwerfällig gerade? Ah, geil. Und die haben auch irgendwie einen krassen Widerstand gegen diesen Speer. Ich komme mir extrem schwerfällig vor gerade und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Das müssen wir jetzt jedes Mal durchmachen, dieses Rumgeeier, wenn wir gegen das Wiesel kämpfen wollen. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Na gut. Weiß noch nicht, ob ich das so toll finde. Wir haben einen riesen Ausdauerverbrauch. Ich meine, der Verbrauch ist kaum höher, aber er regeneriert deutlich schneller, wenn wir leichter sind, ja. Und wenn wir so leicht sind... Deutlich schneller, ja. Lass mich hier mal reindenken. So bleiben wir erstmal. Die nehmen wir nicht rein. Was hat eine ähnliche Schadensreduktion? Die ist auch genauso schwer. Die. Die ist gut, guck mal. Das ist auch eine Brechkartusche. Die ist von Ark, die ist etwas leichter. Die ist deutlich leichter als die andere. Die hat ein bisschen weniger Schadensreduktion. Die hat deutlich besseren Brechwiderstand. Nehmen wir die. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ah, in der Zeit, wo ich die Ausrüstung durchgeeiert habe, hätte ich eigentlich auch meine Lebensenergie ein bisschen regenerieren können. Komm, das machen wir. So. Und wir müssen gar nicht diesen ganzen Geschmeiß wieder vernichten hier, weil hier geht's gar nicht lang. Es geht hier rein. Ja, hier geht's zu dem Dude. Hier rein und nach oben. Da drüben ist er. Genau. Hier oben? Ja, genau. Ja, da ist er. Okay. Mehr Damage gegen Menschen. Runde 2. Wir haben keinen Legionswürfel mehr. Wir haben generell gar keine Würfel mehr. Na toll. Not the wise.
Das Katana hat einen großen Nachteil. Man kann keine aufgeladenen R2s machen. Zumindest nicht so leicht. Jetzt habe ich dich. Und wir können ihn auch backstabben. Dürfen wir auch nicht vergessen. Deine Waffe ist kaputt, mein Freund. Das war's. Ich kam nicht mehr weg. Alter, wie krass. Da kann ich gar nichts zu sagen. Weil ich mich gerade zu sehr ärgere, dass das so gelaufen ist. Seine Waffe war schon kaputt. Er hat sehr viel weniger Damage gemacht. Es hat trotzdem komplett ausgereicht, um eine Combo zu starten, der ich nicht mehr entkommen konnte. Das war schon sehr ungewöhnlich. Mal gucken, ob ich den Weg jetzt wiederfinde. Wir müssen ja eigentlich nur... Wir müssen nur hier runter. Da vorne nach rechts. Ja, okay. Genau, nicht da vorne links. So war's. Und hier taucht dann nur ein Dude auf, der mich nervt, von oben. Probieren wir mal mit dem Schwert zu kämpfen. Ah, dann sind wir wieder so schwer. Ich will es mal probieren, wie er mit dem Speer klarkommt. Er staggert schön. Meine Herren, ey. Welcome to the city of the future, and the future is death. Krass. Ich treffe ihn einfach nicht. In a city where everything is upside down, the strong rule, not the wise. Ja, wollte ich mich heilen? Weicht teilweise auch ganz komisch aus. Mir fehlt die Ausdauer, Leute. Mir fehlt die Ausdauer. Das gibt's nicht, ey. Welcome to the city of the future. And the future is death.
Das ist einfach echt schlimm, wenn vieles. Wenn vieles schief geht, bei dem, was man vorhat, aber oh, wir haben ihn geschafft beim Third Try. Ich bin nicht ganz zufrieden, aus mehreren Gründen. Da ist viel schief gegangen. Ich habe ihn teilweise nicht getroffen, an Stellen, wo es mir eigentlich ziemlich sicher erschien, dass es ein Treffer wird. Es kann aber auch an seinen Fähigkeiten gelegen haben. Ich glaube nicht, dass es an dem Speer gelegen hat. Der Speer hat aber teilweise halt... Der hat oft nicht die Reichweite, die man ihm zuschreibt. Und das ist oft ein Problem. Sei es drum, wir haben ihn geschafft und wir können zufrieden sein. Ich hoffe, ich schaffe es noch in den nächsten Minuten, mit meiner Leistung zufrieden zu sein. Wir gehen auch mal zurück auf den Speer. Der Speer hat mehr Schaden gemacht gegen ihn. Er hat halt, wie gesagt, diese Crit-Rate. Das Katana gar nicht hat. Das macht den Speer ziemlich mächtig. Habt ihr gesehen, was der teilweise für Schaden gekriegt hat plötzlich? Der Wiesel. Wir haben ja was bekommen von ihm. Klamotten auch, ne? Seine Maske haben wir, glaube ich, bekommen. Oder seine Kleidung. Ne, hier ist das. Ist die Kopfbedeckung. Hübsch. Sie mag lächerlich und unscheinbar aussehen, aber ihre Fähigkeit, in der Dunkelheit Furcht einzuflößen, ist unübertroffen. Ja. Die Räuberin dachte, sie müsste nur noch ein Haus plündern und könnte dann aus der Stadt fliehen. Nie hätte sie gedacht, dass dies ihre letzte Reise sein würde. So kann man sich irren. Wo ist ihre Klamotte? Hier. Sie mag schäbig aussehen, aber nichts eignet sich besser zum Rauben. So schäbig ist sie doch gar nicht. Die ist sogar ausgesprochen cool. Unzählige Aristokraten sind gestorben und unzählige Häuser haben ihre Besitzer verloren. Mit seinen vielen leeren Häusern wurde Graz zum perfekten Ort für Räuber und Taschendiebe. Ich bin jetzt das Wiesel. Ich sehe irgendwie creepy und irgendwie auch geil aus. So. Ah ja. Die sind brandgefährlich, wenn sie in größerer Zahl angreifen. Diese verderbten Puppen hier. Da vorne ist noch eine. Nee, das ist ein Kadaver. So einer ist das. Auch brandgefährlich. Ja, ich glaube, wenn die Treffer so ein Platschgeräusch machen, so pusch, dann sind das richtige Crits. Das ist ein Alchemist. War ein Alchemist. Ja, ja. Der hat diese Alchemistenausrüstung am Körper. Guck mal. Die hat's also auch schon erwischt hier. Ja, ich seh's. Der wehrt sich, aber keine Chance. Die alchemistischen Booster sind für den Goldmünzenbaum, wo wir auch mal wieder ran könnten, glaube ich. Wir waren ewig nicht dort. Wir haben Goldmünzen eingesammelt. Sollten wir vielleicht mal vor Beginn jeder Folge machen, in Zukunft. Wir können unsere Würfel nicht mehr auffüllen, weswegen wir neue Goldmünzen brauchen, um neue Würfel zu bekommen. Das ist eine nicht unerhebliche Ressource, auf die ich eigentlich nicht verzichten möchte. Wir haben keinen Quarz im Moment, können daher auch unsere Würfelverstärkung nicht machen, die ich schon seit mehreren Folgen vorhabe. Der Speer ist einfach der Shit. Kann man nichts sagen. Und ja, er ist eine bessere Waffe als das Katana. Weil das Katana, subjektiv gesehen, für mich noch mehr Übung benötigt und ein paar Nachteile hat. Aber das Katana ist die Wucht. Ja, das ist
Dunkelmondstein? Das ist der halbe, ja. Das ist kein Vollmondstein. Wir nehmen das Katana mal wieder. Das Ding braucht Übung, dann soll es die kriegen. Eine Ampulle verbraucht. Stargazer. Das ist der alte Stargazer. Ja. Da geht's raus ins Stadtzentrum. Bedeutet das, dass jetzt hier auch ein neuer Boss wartet? Wenn der Stargazer gesperrt war? Ich würde schon sagen, oder? Wie viele Ergo brauchen wir? 13,9, also fast 14.000. Wir holen uns ein Level ab, Leute. Kann man sich mal gönnen, oder? Wir holen uns auch ein paar Goldmünzen. Wir tauschen aber mal den Würfel gegen Life Rack. Die Legion ist nützlich in Bosskämpfen. Ging auch oft daneben gegen Wiesel, ne? Unser Legion-Angriff hat oft nicht funktioniert. Ganz am Anfang hat er mal richtig gut funktioniert. Da haben wir einen guten Einstieg in den Kampf gefunden. Danach nicht mehr. Wie geplant, Max-Ladung. Zumindest eins noch. Und als nächstes vielleicht Vitalität oder nochmal ein bisschen Technik. Vielleicht können wir irgendwann auf das Technik-Amulett verzichten. Das war der falsche Weg. Ah, verdammt, wir hätten genau die andere Richtung gemusst für die Goldmünzen. Ja, wenn wir das Softcap erreichen, ohne das Technik-Amulett, ist es besser. Es hat auch Vor- und Nachteile. Die Punkte, die wir in die Technik stecken, die könnten wir auch in Vitalität stecken und halten dann länger durch. Das ist ein Für und Wider. Ja. Macht fast keinen Unterschied. Im Endeffekt. Entweder mehr Schaden machen oder Stalker dem Gegner länger standhalten können. Ah, von dem haben wir nämlich keine mehr, genau. Das ist der Legion-Würfel, ja. Wir nehmen mal zwei. Das ist Ausdauer und wir haben gar keine Wiederherstellungswunschsteine mehr. Krass. So. Ich hatte mir gerade eben Gedanken darüber gemacht, dass, ich weiß nicht, war es Jürgen von YouTube, hatte als Kommentar geschrieben, bewahre dir immer zwei Goldmünzen im Gepäck auf. Da musste ich gerade dran denken. Ich weiß mittlerweile, warum du mir diesen Tipp gegeben hast, wofür das gut sein soll. Wir hatten damals Cat zwei Goldmünzen geben können, ne, zur Heilung. Der ist ja an Versteinerungskrankheit erkrankt. Danke für den Tipp damals. Das war wirklich wichtig. Wer weiß, wofür es noch gut ist, Cat geheilt zu haben. So, wir gehen dort wieder hin. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so wichtig. Ich nehme mal an, dass es nicht nochmal so einen Fall geben wird, wo wir zwei Goldmünzen parat haben sollten. Ich habe noch eine dabei, für alle Fälle. Aber ja, das wird wohl die Situation gewesen sein damals, ne? Jetzt erforschen wir nochmal den Bahnhof zu Ende. Wir sind von hier gekommen. Von hier sind wir gekommen. Hier können wir nicht rein. Wir können da oben durch. Wir können hier durch. Wir gucken uns nochmal die Statue an. Ob das irgendwas bringt. Wir könnten, glaube ich, vor ihr eine Geste machen. Das können wir ja mal machen. Das bringt nichts. Beten. Vor der kupfernen Statue beten. Das bringt nichts, ne? Ich probiere noch ein Emoji aus.
Vielleicht klatschen. Nee. Ich probiere noch ein Emoji aus. Alles Quatsch. Irgendwas geht da bestimmt. Da haben wir den ersten Elite-Gegner besiegt. Hier kommen wir raus. Ne, hier ist zu. Warum ist denn hier zu? Oh no. Dann geht's nur da oben raus. Ein Schlüssel wird benötigt. Na gut. Dafür müssen wir erstmal wieder ein Rätsel lösen. Jetzt sind wir wieder auf dem Hauptplatz. Und hier herrscht diesmal eine ganz andere Stimmung. Nein. So. Okay. Ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in den Speer. Ja, hier rennen jetzt hauptsächlich diese verranzten Alchemisten rum. Der Speer ist so krass, das habe ich schon so oft gesagt, aber ich muss es immer wieder wiederholen, er ist einfach krass. So. Ich kann nicht sagen, wo das noch hinführt. Krass, dass diese Statue einen Brocken Ergo in der Hand gehalten hat. Valentinus, der den Grundstein der Stadt legte. Hallo? War klar. Man soll hier in den Hinterhalt reinlaufen. Das wird nicht der einzige Gegner sein, der mich angreift. Nein. Nein. Alter. Na gut. Was war denn da los mit mir? Warum habe ich mich nicht geheilt? Keine Ahnung. Aber da sind wir ja schnell wieder hingelaufen. Ja, da hat wirklich der Skill gefehlt. Bin heute auch nicht so geskillt wie sonst. Ich bin normalerweise ein viel besserer Spieler. Muss man ja mal ganz klar sagen. Heute lasse ich ein bisschen nach. Nee, heute läuft es irgendwie nicht so. Stirb! Ey, wir brauchen echt eine Stufe 4 Bosswaffe, Leute.
Können auch mal wieder mit dem Feuerdolch rumlaufen. Haben wir lange nicht gemacht, ne? So. Ist so unfair, dass die dann Iframes haben. Gott. Funktioniert wieder mal nichts. Nichts funktioniert hier. Es liegt aber mit Sicherheit auch an meiner Trägheit, an meinem Gewicht. Wir müssen leichter werden. Spulenmjölnir, was? Das klingt nach einem Elektrohammer, Leute. Haben wir Thors Hammer gefunden? Indeed, wir haben. Wow. Auf jeden Fall eine Entschlossenheitswaffe. Ich weiß nicht, ob Venini ein Genie oder ein Narr ist, wenn er einen solchen Gegenstand nur als Batterie benutzt. Wie konnte er meine Batterie für dieses entsetzliche Ding benutzen? Ist Descartes ein Narr oder ein Genie? Er wurde lang und robust gemacht, damit er den Schlägen des Hammers standhalten konnte. Ergo funktioniert als Leiter, sodass ein starker Elektroschock dazu führt, dass eine elektrische Ladung abgegeben wird. Alter Schwede. Wir können daraus halt wirklich Mjölnir machen, indem wir einen kürzeren Griff montieren. Schade, dass wir jetzt nicht mehr Entschlossenheit spielen, ne? Den würde ich gerne mal spielen, den Hammer. Geil. Ah ja gut, wir haben andere Waffen, die gerade mehr nützlich sind. Nützlicher sind, mehr nützlich sind. Schöner Crit. Schöner Dreizack-Crit. Da oben ist ein Gifthund. Nee, das, wisst ihr, was das ist? Das sieht aus wie so ein Sumpfmonster in klein. Was wetten wir, dass er nicht trifft? Wette verloren, würde ich sagen. Und er ist verbrannt. Oh. Okay. Die geben Störungen ab, Leute. Alter, was hier für fiese Monster jetzt auf uns warten. Die geben Störungen ab. Und wenn wir das Limit der Störung erreichen, der Leichnam gibt dauerhaft Störungen ab. Oder zumindest eine ganze Weile. Habt ihr gesehen? Störung wird tödlich, sobald die Leiste voll ist. Klar haben wir es wieder mit zwei Gegnern zu tun. Warum auch nicht? Klar. Ja klar. Ja, ich versuche gerade Faxen zu machen, merke ich selber. Lass es mit den Faxen. So nämlich. So. Der Bahnhof verlangt mir einiges ab, muss ich gestehen. Das Item wollte ich doch haben. Das ist doch der einzige Grund, warum ich mich mit dem Dicken nochmal angelegt habe. So. Ich glaube, da hinten links kommen wir nicht durch. Wir müssen hier weiter. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, warum wir hier sind. Weil wir den Aktivitäten auf den Grund gehen wollten, ne? Weil wir vielleicht Alchemisten daran hindern wollen, schlimme Dinge zu tun. Die Folge ist schon wieder gleich rum.
machen auch einen bösen Verfall. Nein! Ach, jetzt habe ich den Feuerschleifstein drauf gemacht. Egal, müssen wir nutzen. Ran da. Stecker. Boah, ey. Ich mache heute ein bisschen viele Flüchtigkeitsfehler vom Gameplay her. Das ist nicht gut. Naja, ich kann nicht immer einen perfekten Tag haben. Das kann niemand. Wir kommen ja ganz gut durch. Ein Stargazer wäre jetzt nicht schlecht. Sehr schön. Es sind jetzt einige Gebäude zugänglich, die vorher nicht zugänglich waren, glaube ich. Das hier ist neu. Ja, wir aktivieren ihn. Wir könnten uns sogar noch ein neues Level abholen. 14.6. Nee, dafür haben wir nicht genug. Es wird gerade so nicht reichen, denke ich mal. Wie heißt dieser Stargazer? Verlassenes Apartment. Ja, der ist neu. Dann gucken wir uns das Apartment mal an. Mal wieder ein bisschen mit dem Schwert kämpfen. Ei? Na? I don't suppose you'd like to buy any. Sorry. I've been on my own so long. My sales pitch is a little rusty. Even if the abnormal has become normal, the living must live. Richtig. Buy something and you'll help both of us. Ich verkauf erstmal was, mein Guter. Ich verkauf 3 von diesen Notfallschützen. Schätzen. Ja. Gut. Was hast du denn, mein Lieber? Streugranaten, 3 Stück. Neue Waffe. Griff einer Militärschaufel. Blatt einer Militärschaufel. Cool. Gekauft. Ein alchemistischer Booster. Ein Kaliber. Den kaufen wir auch mal. Und dann hat er hier 3 Konverter verschiedenster Art. Alle echt recht gleich schwer. Alle recht gleich bei der Schadensreduktion. Der eine ist richtig gut gegen Feuer, der andere ist richtig gut gegen Blitz, der andere gegen Säure. Und der Rest, der hier ist richtig gut gegen, also gegen den, die verringern den Schaden von Säure und die verringern den Schaden, den Widerstand dagegen, erhöhen den Widerstand dagegen, so rum. Das sind coole Amulette, Konverter. Die kann man sich mal merken. Naja. Ist gut. Achso, hat er was Neues zu reden? Just when you think things are getting better, eh? The other day, someone killed the King of Puppets on Rosa Isabel Street. Since the King caused the puppet frenzy, I thought we were saved. Turns out that without the puppets, the monster population grew. Sometimes the light at the end of the tunnel is the front of an oncoming train. Ja. Also die Puppenpopulation hat die Monster unterdrückt, klar. Und dadurch, dass wir den Puppenwahn beendet haben, sind die Monster jetzt viel zahlreicher. Das ist schon krass, ne? Wie man es macht, ist es verkehrt. Märchen von den 3 Brüdern des Werkstattturms. Und damit endet dann die Folge, wenn wir das hier vorgelesen haben. So lebten in Kratsch ein Techniker, der die 3 freundlichen Puppenbrüder schuf, ein Alchemist, der Puppen zum Leben erweckte und ein Stalker, der missratene Puppen wieder in Ordnung brachte. Die 3 Brüder bauten den Werkstattturm der Handwerker und fertigten phänomenale Puppen. Die Puppen wirkten lebendig. Die besseren von ihnen halfen dem Volk von Kratsch und arbeiteten hart, tanzten und sangen Lieder. Die Leute waren äußerst erfreut und alle waren glücklich. Sie sagten, dass das alles den 3 Brüdern zu verdanken sei. Die 3 guten Brüder lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Wisst ihr, was ich glaube?
Geppetto, Venini und Manus. Das könnten die drei Brüder sein, oder? Ein Techniker, Venini. Ja, das geht mit dem Stalker nicht ganz auf. Ein Stalker ist der dritte Bruder. Also ist entweder Venini oder Geppetto der Techniker. Einer von beiden. Das sind Kollegen. Also nehme ich mal an, dass beide ein Techniker sind. Also nehme ich an, dass der Stalker der Unbekannte ist. Wer könnte der dritte sein? Keine Ahnung. Wir haben eine neue Waffe gefunden. Die gucken wir uns nächste Folge an. Und allgemein machen wir nächste Folge weiter. In Krat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Dann verpasst ihr auch das nächste Mal nicht, wenn es weitergeht in Lies of P. Bis dahin, macht's gut.